Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Christian und Mario. Hallo. Und wir beginnen mit einem Film, der witzigerweise vor ein paar Tagen zum besten Film gekürt wurde von den Golden Globes. Ob wir auch der Meinung sind, dass es der beste Film ist, darüber werden wir gleich sprechen. Es geht um Power of Dog mit Benedict Cumberbatch. Das ist eine Verfilmung eines Romans, der 1967 erschienen ist bereits. Und das Ganze spielt in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im ländlichen Montana. Es gibt die zwei recht wohlhabenden Brüder Phil und George Burbank, die als Bruderpaar im Grunde genommen auf ihrer Farm leben. Dann ist es aber so, dass George irgendwann Rose kennenlernt und von ihr angetan ist und schließlich dann relativ schnell auch eine Heirat stattfindet. Rose hat bereits einen kleinen Sohn, Peter heißt er, der ja recht feminin verweichlicht im Grunde so ein bisschen ist. Und bei Phil ist es halt so, der wird eben gespielt von Benedict Cumberbatch. Man merkt, dass er also mit dieser ganzen Ehe überhaupt nicht einverstanden ist und vor allem diesen Sohn, diesen Peter, irgendwie hasst. Und was da genau dahinter steckt und warum das eigentlich so ist und warum er den Leuten das Leben schwer macht und warum er so ein Ekel ist, das wird im Film nach und nach eigentlich so ein bisschen auch dann aufgelöst. Im Grunde geht es eigentlich letztendlich, das kann man glaube ich auch so spoilern, um unterdrückte Homosexualität. Das ist im Grunde das, was das Thema ist. Und er hat so einen Mentor gehabt, Bronco Henry hieß der. Das war so ein Typ, der eben sehr in seinem Männerbild wohl geprägt hat. Und der wird immer so erwähnt. Ja, gedreht ist dieser Film worden von Jane Campion. Die hat unter anderem Das Piano gedreht. Einer der wenigen Filme, bei denen ich im Kino damals eingeschlafen bin. So langweilig fand ich den. Diesen Film fand ich aber persönlich tatsächlich gut. Also ich weiß, das wird wahrscheinlich von euch gleich kommen, dass manche den auch ein bisschen langweilig finden. Mir hat der gefallen, weil ich fand, man fragt sich ja zunächst, warum ist er denn so, dieser Film? Warum verhält er sich so? Und das wird eben nach und nach so ein bisschen aufgelöst und so ein bisschen klarer. Und es ist, wenn man jetzt sagt, das ist ein Western, darf man halt keine Vorstellung haben, dass da irgendwelche Schießereien oder so stattfinden. Es ist ein Filmdrama eigentlich. Es spielt ja auch schon in der sehr späten Western-Phase nachher. Also ja, eben, in den 20er Jahren. Ist schon Autos zu sehen. Ja, genau. Ist also nicht mehr das 19. Jahrhundert irgendwie. Nee. Es ist ein sehr stiller, ein sehr ruhiger Film, aber mir hat er gefallen. Ob er jetzt der beste Film des Jahres ist, da hätte ich wahrscheinlich doch eher Don't Look Up den Preis gegeben. Definitiv. Dem besprechen nächsten Freitag die anderen in der zweiten aktuellen Folge. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Film. Natürlich ist es vor allem eine Performance von Benedict Cumberbatch. Der ist natürlich die entscheidende Figur hier und der macht seine Sache wirklich als Ekel hervorragend. Das muss man ihm zugestehen. Ich finde aber auch, dass die anderen Schauspieler alle super sind. Also gerade sein Bruder Jesse Plemons spielt ihn und Kirsten Dunst eben als Love Interest, die übrigens beide ein Paar sind, also die auch wunderbar deswegen harmonieren. Ah ja. Finde ich super. Ist die auf alt gemacht oder ist die so alt? Also, mein Gott, die sieht ja aus wie... Ja, das ist die Frisur. Das ist so die Frisur. Naja, mein alt. Gott, also ihre Hochphase ist auch 20 Jahre her. 30, 40 Jahre älter als Spider-Man. Die ist jetzt über 40, ne? Ich meine, ja, klar, natürlich. So, ich fand gar nicht, dass sie so alt aussah, aber sie spielt ja nun auch eine Alkoholikerin. Okay. Eben. Was soll ich sagen? Also ich fand, also schauspielerisch finde ich ihn super. Ich finde die Geschichte auch interessant. Ich finde aber, dass Jane Campion sich hier wirklich sehr auf Landschaft und Schauspieler so ein bisschen ausruht. Also ich sehe da, also es ist schon Valium der Film teilweise. Es ist sehr, sehr, sehr ruhig erzählt. Und sie setzt da jetzt keine Regieakzente, wo ich sagen muss, das ist jetzt der beste Film des Jahres. Ich fand ihn sehr gut. Es ist ein Film, den ich mir sicherlich kein zweites Mal angucke, weil er eben sehr, sehr ruhig ist. Da muss man dann wirklich Bock drauf haben. Ich brauchte zwei Anläufe, weil ich ihn zu später Stunde gucken musste. Mhm. Aber auf jeden Fall sehenswert. Aber wie gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass das 2 Stunden und 10 Minuten ungefähr wirklich nicht gerade temporeich ist. Mhm. Ich gehöre zu der Fraktion langweiliger Film, sorry. Also, ich konnte mit dem Film leider überhaupt nichts anfangen. Ja klar, wenn du jetzt erstmal hörst Western, denkst du natürlich, jo, passiert vielleicht auch, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn es ein Drama ist und
und die Probleme, die da sind, das ist ja alles in Ordnung. Aber es kann ja trotzdem mal was passieren halt. Ne? Irgendwie, dass er dann doch irgendwie aneckt und dass er dann doch mal in irgendeine Bredouille kommt oder sowas. Und da passiert ja so rein gar nichts. Und wenn du das dann über zwei Stunden... Es gab eine Szene, die finde ich total geil. Das ist die, wenn sie am Klavier den Radetzky-Marsch übt und eh schon unsicher ist. Und er ist oben mit seinem Banjo und geht immer gegen an, um sie fertig zu machen. Davon hätte der Film eigentlich viel mehr gebraucht. Ja. Weil das war so ein... Ja, mit dem Sohn gibt es ja auch diverse böse Szenen. Also, aber eben das war so eine Szene, wo ich denke, wow, ja, mit dem Sohn sowieso, da geht es dann nachher dann eben um das, worum es wirklich... Mhm. Also die einleitenden Worte erzählen ja schon, was es nachher eigentlich wirklich geht. Ja. Aber... ja, wenn ich dann höre, bester Film, ich sage, sorry, Leute, also... gut, die Schauspieler waren überzeugend, gut, das ist ja in Ordnung, aber bester Film. Da muss man aber auch sagen, dass der Golden Globe nicht, genau wie die Oscar-Verleihung, einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Wenn man sieht, dass bester Film der und West Side Story, das ist ja konträr zum Publikum, weil West Side Story ist gerade ein Riesenflop. So, keine Sau will das sehen, das Musical nochmal. Der ist sicherlich toll gefilmt von Spielberg, aber das war doch eigentlich zu erwarten, dass sich das heute keiner mehr anguckt. Und das ist dann auch eben, das ist ja der zweite prämierte Film, der so viele Preise gekriegt hat. Und da merkt man, irgendwie sind die Preisverleihungen nicht mehr zeitgemäß. Ja, also wie gesagt, ich habe mich wirklich schwer getan und war auch letztendlich dann auch froh, als es vorbei war. Also, und ich war, wie gesagt, enttäuscht. Ich dachte, Kirsten Dunst, die mache ich sowieso gern. Und so, schauspielerisch war das ja in Ordnung alles. Ja, aber es passiert einfach nichts. In dem Film muss mich irgendwie auch fesseln dann oder so. Wo ich denke, ah ja, okay, ja, das macht jetzt Sinn, wenn das und das passiert. Was heißt passiert? Es passiert schon was, klar. Du meinst jetzt actionmäßig oder was? Nee, es muss gar nicht mal Action sein. Oder muss auch gar keine Schießerei sein oder so. Aber irgendwie, ich sag ja, dass er irgendwie aneckt mit seiner Art oder so irgendwie. Oder dass er dann doch mal Stress kriegt und so. Das muss ja nicht mal eine Schießerei enden oder so. Ne? Extrem ja. Stress. Ja, das kommt doch durchaus vor. Ja gut, ja, okay. Ja? Gut. Es ist halt er ist wie gesagt sehr langsam erzählt. Es ist sehr sperrig. Hast du das Piano jemals gesehen? Nee, habe ich mich nicht. Ich habe auch schon von vielen gehört, dass der das so eine langweilige Sülze sein soll. Ich trau mir ihn nicht. Ja. Aber es ist ein Netflix-Film, also es tut nicht weh, rauf zu klicken. Man kann auch wieder ausschalten oder man nutzt es als Einschlafhilfe. Ihr habt gerade Don't Look Up, das lohnt sich. Ne? Das ist ein Den fand ich auch, ja. Nächste Woche. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.